Hallihallo, ihr Lieben, da bin ich wieder. Diesmal wieder mit einem Action-Haul. Ich habe wieder ein bisschen was gesammelt, weil ich in den letzten Tagen ja wieder so oft beim Action war, weil ich ja unbedingt das Lightpad haben wollte und die Aquarellstifte, die sie bei uns ja einfach nicht kriegen. Ja, das Lightpad habe ich bekommen, das zeige ich euch dann gleich. Ja, und dadurch, dass ich so oft in einem Action gewesen bin, hat sich so ein bisschen wieder was geleppert und das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Fangen wir mal mit dem Interessantesten an, was es überhaupt auf diesem Planeten gibt, und zwar Socken. Für 1,98 sind drei Paar. Ich hole die total gerne, ich finde die richtig toll und meine Maschine frisst ja irgendwie immer Socken, beziehungsweise eine Socke, und ja, habe ich mir einfach nochmal welche geholt. So, dann habe ich mir einmal Waffeln mitgenommen für 99 Cent und zwar mit Schokolade. Ich kenne die nicht. Ja, es tut mir leid. Ich hoffe, das geht irgendwie einigermaßen mit dem Licht. Also, ja, die Sonne scheint hier heute wieder sehr extremst. Ich wollte heute eigentlich noch Eichhörnchen und Katzen gießen, aber das ist hier jetzt schon so warm. Also fällt das wohl heute flach, weil ich habe jetzt mehrere Tauschpäckchen wieder am Start und dann wurde ich so noch gefragt von Freunden, ob ich ein paar Katzen und Eichhörnchen machen kann. Ja, aber ist denn halt so, ne? Zurück zu den Waffeln. Ich habe die Phantasia-Waffeln geholt. 99 Cent kosten die. Da sind 9 Stück drin. Ich weiß nicht, wie die schmecken. Die normalen Waffeln esse ich ja total gerne. Und mit der Schokolade obendrauf, da muss man mal gucken. Aber meine Kinder essen ja alles. Mal gucken, wie die so sind. So, und dann habe ich gefunden für meine Kurze einmal diese süße Käppi. Für, was hat die gekostet? 1,49 von Hello Kitty. Und die steht ja so auf Käppis momentan. Sonnenbrillen und Käppis und Haarreifen, das ist ja so ihr Ding. Und ja, da habe ich diese süße Käppi gesehen. Da gab es auch noch von Emoji und weiß nicht, ja, für größere halt gab es auch noch Käppis. Und für kleinere habe ich jetzt halt nur diese gesehen. Und was war denn dann noch? Wie heißen die nochmal? Pinkie Pie war da, glaube ich. Pinkie Pie und ja, mit Rainbow Dash zusammen drauf. Aber sie hat schon eine, so viele pinke Käppis. Und jetzt habe ich mir mal gedacht, nee, nimmst du mal die blaue mit. Und ja, 1,49, fand ich ganz niedlich. Ja, so, und dann hatte ich ja bei meinem letzten oder vorletzten Action Haul, ich weiß es gar nicht mehr, da gab es ja diese, was hatte ich mitgebracht, wie heißt die jetzt? Ladybug-Masken. Und mein Sohn wollte auch eine Maske anmalen und meine Tochter hat ihn aber nicht rangelassen. Und na gut, ich hatte mein Sohn damals keine, damals, das hört sich auch an, ne? Keine mitgenommen, weil ich dachte, ja, der ist 12, den interessiert das wahrscheinlich überhaupt nicht, aber der wollte auch unbedingt denn so eine Maske anmalen und war dann so ein bisschen traurig, dass er keine Masken bekommen hatte. Ja, und dann habe ich geguckt, welche es dann noch gab. Es gab da, glaube ich, noch Cars, aber das ist nicht so seins, und Eiskönigin, versteht sich von selbst, ist auch nicht seins. Und ja, dann habe ich diese noch gesehen und Jurassic World findet er total toll, ganz besonders hier diesen Blue. Soll doch der Blue sein, ne? Glaub ja. Die Masken haben 99 Cent gekostet. Also sind immer 3 Stück drin. Und hier ist dann einmal dieser Tyrannosaurus Rex. Denn hier halt, ich denke mal, das soll Blue sein. Und den weiß ich nicht. Kenne ich nicht. Also da müsste ich meinen Sohn jetzt fragen. Der kennt die ganzen Dinos auswendig. Ich bin da nicht so erfahren drin. Ja, dann sind wieder die Stifte dabei halt. Und die Gummibänder hier wieder ganz toll mit den Ösen, dass die Maske nicht durchreißt. Die Bänder sind für den Kopf von meinem Sohn, der ist jetzt 12. Die werden wahrscheinlich ein bisschen zu kurz sein. Bei meiner Kurzen, die ist 5, da hat es gerade so gepasst mit dem Aufsetzen. Also für größere Kinder ist klar, muss ein anderes Gummiband her. Und zu den Stiften muss ich sagen, also es ist ja echt, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es Moosgummi ist, ich habe da keine Ahnung, aber als meine Kurze ihre Masken angemalt hat, das war eine Riesensauerei. Also es hat ewig gedauert, bis die Masken trocken waren und die ganzen Finger waren voll mit der Farbe.
Also ist ja klar, sie fasst sie an, hat sie gemalt und sie ist noch eine, die legt sich den aufs Papier drauf und malt den hier und malt den da, so wie sie es möchte. Und hier, der ganze Ballen, alles war voll mit Farbe. Und es war auch gar nicht so einfach, die Farbe von den Fingern abzukriegen. Also wir haben gewaschen und geschrubbt wie blöd. Sie ist 3 Tage mit farbigen Fingern rumgelaufen und ja, also nur mal so als Anmerkung. Aber trotzdem 99 Cent, habe ich mir gedacht, nimmst du mit. Dann werde ich nur meinen Sohn sagen, dass er sich denn ein Blatt Papier hinlegen muss oder eben von links nach rechts malen soll. So, was habe ich noch? Ich habe noch dieses Glitzer hier gefunden. Konnte ich ja nicht liegen lassen. Also, ne, Leute, ihr wisst ja, Glitzer geht immer. Da gab es, oh, verkehrt rum. Da gab es verschiedene Ausführungen. Das kostet 1,59. Ist ein Pinsel mit bei. Das finde ich richtig toll. Ich werde es nicht für meine Haare oder fürs Gesicht benutzen, sondern ich möchte gucken, ob ich das eingießen kann. Es ist kein loses Glitzer, das sei schon mal gesagt. Wir können das ja mal aufmachen. Also, es ist so ein Glitzergel. Versteht sich eigentlich von selbst. So. Da das ja in die Haare soll oder eben ins Gesicht. Ich muss mal eben kurz Lärm machen. So, ich mache das mal auf. Ist das jetzt irgendwo zugeklebt? Bestimmt, ne? Moment. Also es ist so ein Glitzergel. Und da gab es auch noch andere Farben, aber ich fand jetzt dieses silberne und dieses lila-haltige, lastige ganz toll. Ich habe, was war da noch? Grün habe ich da noch gesehen und so ein ja, wie so ein Rot-Pink. Ist hier noch irgendwo was zu? Ich glaube, das ganze Ding ist zugeklebt, ne? Kann das sein? So. Ich kann das immer nicht. Na. Jetzt aber. So, ich hoffe, mir schwappt da jetzt nichts raus. Ich hoffe, ihr könnt das überhaupt sehen. Das Licht ist ja totale Banane. Ich muss mal eben aufstehen. So. Also hier, da. Oh, da seht ihr es schon. Ja, also es ist so ein Pudding. Brrr, ne? Aber ihr seht, es funkelt wie verrückt. Richtig schön. Da sind auch kleine Sternchen mit zwischen. Und ich mache mal den Riechtest. Oh, jetzt habe ich was an der Nase. Huch. Ih. So. Das riecht gar nicht. Es riecht minimal nach irgendwas und das rieche ich sogar mit meiner zu Nase. Also, nö. Alles super. Also ihr seht, es ist ein Gel. Ne, nicht, dass ihr denkt, das ist so loses Glitzer. Ja, mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Ansonsten vielleicht für Karten eventuell. So, es gibt ja diese Schablonen, vielleicht funktioniert das auch. Ich habe keinen Plan. Ich habe es mir jedenfalls mitgenommen fürs Harz. Und werde das dann mal ausprobieren. Wie gesagt, 1,59. Und ist ein Pinsel mit bei. Ja, die 2 Döschen. Ist in Ordnung. Also dafür, dass es eigentlich für die Haare oder fürs Gesicht ist, ist es okay. Wäre es jetzt nur rein Glitzer zum Basteln, ich glaube, dann wäre es ein bisschen teuer. Ja, das war das. So, dann habe ich einen Block gefunden. Und jetzt kracht mir hier alles zusammen. Den fand ich richtig toll. Da steht drauf, make it happen. Davon hatten sie auch noch mehr. Also Blöcke ist ja bei uns immer so eine Sache. Ich habe ja auch diese, na, diese Lizenzblöcke wollte ich ja auch unbedingt haben. Die hat unsere Action bis heute noch nicht. Aber das habe ich ja von vielen schon gehört, dass die Action irgendwie, weiß ich nicht, momentan ja, nichts Neues wirklich kriegen, sondern nur den Uraltkram. Unser zählt auch dazu. Der Block ist aber, glaube ich, einer von den 9 und der ist richtig schön. Das sind so Basisteilchen, sage ich jetzt mal, in jeder Farbe. Ich switch jetzt auch einmal nur durch. Es sind immer Wellen, Striche, Punkte, ne? Ihr kennt's. Ich hoffe, das geht jetzt. Ich drehe mal um. Ich nehme mal meinen Kaffee beiseite. So. Und immer doppelseitig, ne? Also ich mache jetzt nur ganz schnell. Sonst müsst ihr anhalten. Aber ihr seht, die Muster sind überwiegend immer gleich. Und das ist wie gesagt orange, rot, gelb, grün, hellblau, dunkelblau, pink, lila. Also das ist alles vertreten. Finde ich richtig super. Den habe ich mal einmal mitgenommen. Kostet oder hat gekostet 1,99.
So, dann habe ich mir einmal für 2,79 dieses Schneidekutter-Dingens mitgenommen. Ich weiß, dass die Klingen nicht so der Burner sein sollen. Es sind zwar zwei Ersatzklingen mit bei, aber ja, die sollen teilweise, bei vielen schneiden sie super, bei vielen fransen sie das Papier aber auch aus oder reißen es eher. Und da habe ich mal, ist schon ein bisschen länger her, ein Video gesehen, ich weiß leider nicht mehr von wem, ich könnte mir schon wieder in den Hintern beißen. Und zwar hatte sie diese Teilchen auseinandergenommen, hier diese Schneidedinger, hat die Klinge rausgenommen, die drin war, und hat vom Cuttermesser, ich glaube, da mussten zwei Stück denn rein, von diesen normalen Größen, zwei diese Brechteile, reingesteckt. Allerdings schneidet das dann nur in eine Richtung, aber das ist ja wurscht. Wenn man das in zwei Richtungen haben möchte, müsste man die irgendwie, na, spitz zulaufend reinpacken. Das ist ein bisschen Gefriemel, aber es funktioniert und dann schneidet er wunderbar. Also ihr kennt ja Cuttermesser, die sind scharf wie Bolle. Ja, also für 2,79, ich habe es mitgenommen. Ich habe zwar so ein Schneide... Aber das ist, ich habe das Gefühl, das schneidet irgendwie schief. Ist total blöd. Da sind auch meine Falzlinien, ist ein Falzbrett mit Schneidedingsbums. Und ich weiß nicht, ich bin damit nicht so zufrieden. Ich habe das Gefühl, das schneidet schief. Und ja, habe ich mir das noch einmal mitgenommen, 2,79. Wenn es total Banane ist, dann kann ich es immer noch in die Tonne hauen oder irgendjemand meldet sich dann, der es dann vielleicht haben möchte. Aber erstmal werde ich das dann noch ausprobieren. So, dann geht's weiter. Ich habe mir eine neue Unterlage geholt. Ich stehe ja so auf meine Äffchen, aber ich möchte auch mal wechseln und ich liebe ja Unterlagen und ich muss das immer quietschig und bunt haben und ich liebe das ja, ne? Und zwar habe ich dann gesehen, für 59 Cent. Tada, wie soll's auch anders sein? Minnie Maus. Ist die nicht süß hier mit den Cupcakes und den Keksen und den Lollis im Glas und. Oh, ich finde die so niedlich. Auch mit dem Pünktchen. Ich liebe das, ja. Oh, jetzt muss ich gerade husten. Es tut mir leid. Ich bin immer noch nicht auf dem Damm. Hört man, denke ich mal, auch. Aber ich lebe noch, ne? Ja, also, die werdet ihr denn auch ab und zu mal sehen. Ich finde die ja so toll. Ich liebe ja diese Matten. Ja, 59 Cent. Gab es auch noch andere. Ich werde mir bestimmt auch noch mehr holen. Aber da waren jetzt keine, die mir so gefallen haben. Was war denn da? Paw Patrol. Das fand ich aber nicht so toll. Also die Matte hat mir nicht so zugesagt. Was war noch da? Cars. Denn die Avengers oder wie man die auch immer ausspricht. Ich kann das irgendwie nicht. Naja, halt die Superhelden da. Und irgendwas war da noch. Ich glaube Emojis. Aber ganz, ganz viele kleine. Aber das wollte ich euch da nicht zumuten. Das wäre dann zu dolle gewesen. So, das ist das. Dann habe ich mitgenommen das Lightpad, was ich ja schon sagte. Ta-ta-ta-ta. Ich habe es gekriegt für 12,95. War ein ganzer Arsch voll noch da. Und dann habe ich gesehen, ich weiß nicht, ich habe da ja nicht so die Ahnung von diesen Lightpads. Das werde ich aber auch noch mal ausprobieren. Hauptsächlich wollte ich das haben für meine Schrumpffolien, weil ich male meine Motive ja vorher oder ich zeichne meine Motive ja vorher auf Papier, in Kladdepapier, weil ich dann immer viel radieren muss und, ne, und mir gefällt dann immer alles nicht und. So, und auf der Schrumpffolie würde ich das nicht hinkriegen. Das einfach so, na, freihand zu zeichnen, weil man da auch nicht wirklich radieren kann. Und ja, deswegen wollte ich das hauptsächlich haben, dass das Papier dann drunter liegt, Schrumpffolie rüber und fertig. Ich habe durchsichtige Schrumpffolie, da würde das auch so gehen. Aber ich habe auch weiße Schrumpffolie und da hänge ich dann meistens immer am Fenster, um das denn mein gezeichnetes auf die Schrumpffolie zu pausen. Und das ist total Banane, das tut mir im Rücken weh, man steht total für ein A und nee. Deswegen wollte ich das hauptsächlich haben. Und von diesen, ja, gab es noch eins, da waren irgendwie ganz viele Buchstaben drauf abgebildet. Ich weiß nicht, ob es dasselbe sein soll und einfach nur eine andere Verpackung. Aber es stand irgendwie das gleiche drauf. Und naja, ich denke mal, es war nur eine andere Verpackung. Aber wie gesagt, es waren, naja, Buchstaben drauf abgebildet. Und ich weiß, dass viele das hatten. Deswegen habe ich mir das mitgenommen.
Ja, sind hier ein Zentimeter Maß, oben ist ein Zentimeter Maß. Ausprobieren tue ich das jetzt eben nicht. Aber das werden wir bestimmt dann auch noch machen, wenn ihr denn Lust habt. Mit der Schrumpffolie. Ja, das war das. So, jetzt geht mir hier der Platz aus. Alles so große Teile. Ich weiß nicht, habe ich den Preis gesagt? 12,95. So, dann haben sie endlich mal, endlich diese neuen Sticker gehabt. Und da habe ich mir erstmal gleich einen ganzen Batzen mitgenommen. Ein Stickerbogen, was steht hier, kostet 59 Cent. Und ich habe auch alle mitgenommen, die da waren. Wenn da noch mehr gewesen wären, hätte ich die auch noch mitgenommen, weil ich finde die so toll. Die gibt es wohl auch noch in Herzform. Die hatten unsere aber nicht. Ich habe jetzt nur die runden. Und dann gibt es die wohl auch noch. Da sind schon Schüttelteile drin. Aber die hatte unser Action auch nicht. Aber man kann ja auch nicht alles haben. Ich habe immerhin diese bekommen. Und ich habe mir gedacht, oder ich werde es ausprobieren. Einen Bogen habe ich doppelt mitgenommen. Zum Testen. Und ich habe mir gedacht, man könnte doch eventuell auch selber da Streudeko reinmachen, wenn man das möchte. Ja, also irgendwie, weiß ich nicht, da werde ich mich noch austesten, wenn man die Seite hier jetzt aufschneidet, weil ich möchte ungern das hier hinten kaputt machen, weil dann geht das Bild von drinnen auch kaputt. Ich hoffe, ihr seht das überhaupt, das Licht ist so shitte. Ich mache mal kurz die Gardine auf, vielleicht ist das besser. Um Gottes Willen, nee, das ist ja noch schlimmer. Da habe ich ja nur ein halbes Bild. Ach, das ist doch echt Banane. Vielleicht, wenn ich euch dichter hole. Achtung, festhalten. Nee, alles shit. Naja, müssen wir gucken, dass es so geht. Ich nehme die mal aus dem Bild. Und zwar habe ich einmal diese genommen. So richtig maritim. Die sind blau. Richtig cool. Kann ich ja natürlich nicht liegen lassen, ne? Ist ja maritim. Versteht sich ja von selbst, ne? Hier der Anker. Und hier ist der nicht cool. Oh, schön. Ja, und wie gesagt, achso ja, ich wollte die Folie nicht von hinten aufschneiden, weil das denn hier drinnen kaputt gehen würde. Und ich habe mir gedacht, vielleicht kann man das hier an den Seiten irgendwie aufschneiden und ein bisschen Streudeko rein. Aber ich probiere mich da aus. Ich habe auch, wie gesagt, einen Bogen doppelt, den ich nicht so schön fand. So, dann habe ich einmal hier diese Eis? Eise? Eis? Eis. Ich weiß nicht. Ne? Richtig niedlich. Und Muffins. Ja. Das sind die. Ja, genau. Die habe ich doppelt. Von denen habe ich zwei. Die fand ich jetzt nicht so schön. Da tut das denn nicht so weh. Zum Beispiel der hier, der ist jetzt nicht so der Burner. Wenn ich den jetzt versuche, da irgendwie ein Schüttelelement rauszumachen und der geht kaputt, dann tut das nicht so weh, ne? Ihr wisst, wie ich das meine. Also ich könnte ja, kann ja schlecht so ein niedliches Eis da zerschnibbeln. So, und dann habe ich einmal den hier. Und das ist ja mal cool, hier auch mit hier Tasse. Oder hier ein Stinktier. Ich glaube, das soll ein Stinktier sein. Aber am coolsten finde ich, wo ist er? Moment, wo ist er? Da. Die Teekanne hier, die sieht doch aus wie so ein Elefant, ne? Seht ihr das überhaupt? Ja. Richtig süß. Und hier der Panda-Bär, mein Lieblingstier. Sieht zwar ein bisschen dämlich aus, weil er die Augen zu hat, aber ne? So, dann einmal Einhörners. Da steht ja meine kurze so drauf. Einhörners. Hier, passt auch zum Geburtstag-Party. Regenbogen, Erdbeeren, Schleifen. Hm. Hier die Wolke ist schön. So. Denn hier noch ein auf Prinzessin. Aber ich hoffe echt, das geht so einigermaßen mit dem Licht. Das ist ja mal, ich weiß nicht, sollte mir hier mal nochmal eine extra Lampe hinstellen. Aber was hier passiert ist, weiß ich auch nicht. Die sind wohl irgendwie beiseite gerutscht. Ja, denn hier noch die Unterwasserwelt. Richtig schön. Guckt euch mal die Krabbe hier an. Richtig klasse. Hier die Muschel. Ja. Und dann zum Schluss, weil ich sagte ja, ich habe nicht so viel
Basteldeko-Kram für Jungs konnte ich natürlich die Dinos nicht liegen lassen. Ist ja klar. Kalle, du wieder. Ja. Und die sind so richtig schön metallisch. Und wenn man da jetzt, wie gesagt, ein Schüttelelement draus macht, ist doch cool, oder? Oder auch Card-Candies macht man, klebt man die auf, drumherum ein bisschen tülü-tü-tü. Wollte ich ja auch noch machen. Zeige ich euch ja noch. Einmal mit Stickern und einmal mit Stempelabdrücken. So, das war, hatte ich euch gesagt, was da ein Bogen kostet. 59 Cent war das, glaube ich. Ich bin noch so ein bisschen neben der Spur. So, das waren die Sticker. Wie gesagt, es waren nur die da. Ich habe den Batzen so genommen, wie er war. Es hätten auch alles die gleichen sein können. Will mir wurscht, weil ich das ja überwiegend ausprobieren wollte. So, dann kommen wir jetzt zum nächsten. Und das ist ja wohl mal der Oberknaller. Und zwar habe ich Schablonen gesehen. Schablonen. Oh, Entschuldigung. Und zwar für 79 Cent. Guckt euch die mal an. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Sind die nicht schön? Und dann einmal mit Elsa. Ja, und bei Elsa habe ich zwei. Ja, für wen die zweite wohl ist, hä? Ne? Meine kleine Bastelqueen. Uhu. Vielleicht siehst du das ja. Hier, kommt zu dir. Ne? Einmal, beziehungsweise zweimal hier mit Eiskönigin. Hier hinten seht ihr auch immer, welche Motive da drauf sind. Hier ist Elsa, dann so ein Blatt, Olaf, Anna, die Blüte, eine Krone, einen weiß ich nicht. Nochmal Olaf, Flocke, Schloss, Elsa, Elsa, Herzen, Elsa, Blüte, Anna, Olaf und ne, so weiter und so fort. Aber der Sven ist da gar nicht drauf. Hieß doch Sven, ne? Das Rentier? Oder nee, der Elch? Hieß der Sven? Ja, nee. Ach, ich weiß nicht. Ich hab's vergessen. So, dann einmal hier Prinzessinnen. Und das war richtig schön hier mit Princess. Ich habe mir das hauptsächlich mitgenommen für Karten, weil ich das irgendwie interessant fand. Wenn man jetzt eine richtig schöne Karte hat, hier Schneewittchen. Oh, ich liebe ja Schneewittchen, ne? Oder hier Ariel. Oder hier Dingenskirchen da, der Leuchter da. Von die Schöne und das Biest. Oh, schön. Ja. Nee, hauptsächlich habe ich mir das mitgenommen für Karten. Meine Tochter wird die wahrscheinlich stinknormal als Schablone benutzen. Aber wenn man jetzt eine schöne Karte hat und die Größe ist eigentlich richtig angenehm, habe ich jetzt gerade eine Karte hier parat. Nö. Aber dann nehmen wir mal einfach einen Briefumschlag. So, Moment. So, ich habe jetzt hier mal einen Briefumschlag. So, jetzt guckt euch mal die Größe an. Eine Karte ist nicht viel größer, es sei denn, man macht sie größer, ne? Aber wenn man da jetzt, weiß ich nicht, hier oben irgendwie einen Text oder ein bisschen Klimbim und dann dieses Teil in der Mitte, also, ne, so in der Mitte macht, als, weiß ich nicht, es gibt ja diese Glitzerpasten. Ich habe die zwar noch nicht, ich bin dann überlegen, aber ich weiß noch nicht, man muss ja nicht alles haben. Aber es gibt ja diese Glitzerpasten, wenn man die denn da so, und dann ist hier diese Prinzessin beispielsweise ein Glitzer drauf und ein paar Krönchen ringsrum oder weiß der Geier. Oder Steinchen und Schleifen und ne? Und das glitzert denn da so schön, stelle ich mir gut vor. Oder aber auch mit Stempelkissen, wenn man da so einen Farbverlauf draus macht. Also das war so meine Idee. 79 Cent jeweils, ne? Und dann natürlich Mickey Maus. So. Richtig schön. Und wo Mickey Maus ist, natürlich. Darf Minnie Maus nicht fehlen? Oh, Minnie Maus! Ihr wisst ja, ich und meine Kurze sind Minnie Maus verrückt. Geht ja nicht ohne. Und das sind auch jedes Mal 30 Schablonen drin, ne? Falls ihr jetzt nicht so schnell ziehen konntet. Und guckt mal, sind auch Vögelchen drin und Blümchen. Ach, richtig schön. Hier die Biene mit den Waben. Perfekt. Ja, richtig schön. Oh, jetzt sind wir auch schon wieder fast bei einer halben Stunde. Und ich bin noch nicht fertig. Ein bisschen kommt noch. Oh. Ich mach mal eben Pause. Ihr kriegt davon ja nicht wirklich was mit. Und dann bin ich wieder da, bevor mein Handy sagt Tschüss, ne?
So, da bin ich wieder. Jetzt muss ich eben einmal einen Schluck Kaffee trinken. So, dann habe ich mitgenommen Gift Tags und Stamp Set. Und zwar diese für 82 Cent. Zweimal das Weiße. Und da sind hier immer ein Stempelkissen drin, eine Schnur, Tags und ja, zwei Stempel. Und hier ist einmal ein kleiner Kaktus drauf. Ups. Und dann hier einmal das Lama mit No Problema. Das passt übrigens. Guckt mal, was da drauf steht. No Problema. Yay. Und dann halt die Tags mit den goldenen. Ja, richtig schön. So könnte das zum Beispiel aussehen. Allerdings ist es hier ein bisschen übertrieben, weil der Stempel ist nie und nimmer so groß, wie ihr halt seht, ne? Aber ihr müsst ja auch nicht diese Stempel benutzen. Ja, zweimal in Weiß mitgenommen, weil Weiß geht ja immer. Dann einmal in Rosa mit einem schwarzen Stempelkissen. Und da sind dann Herzen drauf und eine Rose. Und dann einmal in Braun. Und da sind dann Pfeile bei und With Love. Und natürlich auch wieder Stempelkissen und Schnur. Allerdings ist es hier so ein Naturband und hier ist es eher Garn, ne? Ja. Aber es muss ja auch passen. Aber das müsst ihr ja nicht benutzen. Dann könnt ihr auch jedes andere Band benutzen. Ja. 82 Cent jeweils. Die mussten dann auch noch mit. So, dann habe ich... Stellt euch vor, unser Action hier bei uns, der hat mal wieder was Neues gehabt. Haha, was andere schon ewig haben. Und zwar die Sticky Notes. Allerdings nur die drei Varianten. Aber ich habe ja meine gute Fee, die für mich ja immer nach Action gegangen ist und geguckt hat, genauso wie nach den Aquarellmarkern und alles. Die hat die anderen Sticky Notes Büchlein bekommen. Eins kostet 74 Cent. Das Paket von ihr müsste übrigens heute auch ankommen. Ich hoffe, ich bin dann auch da, wenn es kommt. Weil meine Nachbarn sind immer so schwer zu erreichen. Und es ist dann schon Schitte, wenn das Paket da ist. Ich aber nicht rankomme. Ja, so. Einmal das hier mit dem Lama. Das sieht so aus. Da sind dann die Sticker mit bei und die Sticky Notes. Was ich so ein bisschen doof finde, aber das kennt man ja teilweise von Action schon, ist, dass nur die erste Seite hier mit diesen goldenen Rand ist und die anderen sind weiß. Also ich kann euch das auch gerne mal zeigen. Achtung, es knistert einmal. So, weg damit. So, ich zeige euch das mal hier bei dem Regenbogen eben. Da, seht ihr es? Ne? Ja. Hier genau das gleiche. Also es ist immer nur die erste Seite, das ist so ein bisschen eine Mogelpackung, das finde ich ein bisschen schade. Ich wüsste auch nicht, ob das irgendwo drauf steht. Nein, steht auch nirgendwo drauf. Das finde ich so ein bisschen unfair. Ich wusste das allerdings schon, da ich das in anderen Hauls gesehen habe. Aber für die, die es nicht wissen, die gehen eigentlich davon aus, denke ich mal, dass, wenn man das so sieht, dass überall bei jedem Zettel der goldene Rand ist, was aber dementsprechend nicht so ist. Finde ich jetzt aber gar nicht mal so tragisch. Gut, hier würde das gehen, aber beim Regenbogen beispielsweise nicht, weil Sticky Notes sind ja eigentlich dazu da, um was draufzuschreiben. Und ich glaube, hier bei der goldenen Schrift, bei dem goldenen Linie wird das ein bisschen stören beim Schreiben, denke ich jetzt einfach mal. Ne? Aber sonst finde ich die ganz niedlich. Für 74 Cent kann man da echt nicht meckern. Das ist einmal das Lama. Jetzt knallt hier irgendwo aus einer Lücke die Sonne. Och Mensch, Leute. Guck noch mal, ob ich das irgendwie... Ich will meine Gardine auch nicht. Und ach, ich und meine Lieben. Nein, mir ist hier was runtergefallen. Was ist mir da jetzt runtergefallen? Ach so. Nur meine Tasche. Das war das. So, dann einmal dieses. Da haben wir diese Sticker. Und dann hier ist wieder genau das gleiche. Hier ist zwar kein Goldrand, sondern Regenbogen. Aber hier, wie gesagt, hätte man das auch so lassen können. Auf jeden Zettel dieses Regenbogen-Metalllinien-Dingens. Weil da würde das zum Schreiben zum Beispiel nicht stören. Da ist der Rand dann wiederum überall weiß. Das finde ich so ein bisschen schade. Ne? So, ja.
Ist auch super geeignet wieder für Planner, Bullet Journals. Ich dekoriere meinen momentan nicht. Meinen benutze ich eher wie einen schlichten Terminplan, weil ich da momentan irgendwie keinen Nerv drauf habe, da noch rumzukrakeln und zu dekorieren. Deswegen zeige ich auch bei Instagram momentan mein Bullet Journal nicht. Sonst habe ich es ja immer verziert. Das mache ich jetzt nicht, weil es sich einfach nicht lohnt. Das sieht einfach, das ist einfach nur runtergeschrieben. Also quasi das Uralt-Prinzip, ne? Ja, nicht, dass ihr euch da irgendwie wundert. Das war dieser. So, und dann diesen noch. Und der ist so. Und das ist ja so mein Liebling. Ich stehe ja auf sowas hier. Ja, dann haben wir einmal die Sticker. Richtig schön. Und dann hier. Und hier auch wieder das gleiche. Auf dem ersten Blatt Papier ist der Goldrand und auf den anderen dann wieder in Weiß. Ja. Das waren die Sticky Notes. Dann habe ich, wenn die Kleinen, wo die Kleinen nicht weit sind, ist der Große nicht fern. Tada! Ich habe ihn bekommen, 2,45. Ich bin so happy, da gab es auch mehrere Varianten. Aber ich fand den am schönsten. Ich stand wirklich davor und habe immer aufgeblättert und geguckt, welchen nehme ich mit. Ich habe mich dann für den Rosa entschieden. Nicht, weil mir Rosa so toll gefällt. Nein, wenn es danach geht, hätte ich den Blauen mitgenommen. Aber ich fand das von innen einfach am schönsten. Hier mit dieser Feder, get it done. Oder hier mit den Sternchen. Und hier auch eben auf diesem kleinen Täschchen mit der Feder drauf. Und das Ding, mein Bullet Journal liegt immer hier zu Hause. Da trage ich dann immer die Termine ein. Das nehme ich nicht mit hin. Und das wollte ich dann einfach für unterwegs. Also ich habe momentan so viele Sachen im Kopf und dann wird mir geschrieben und ich bin ja immer so, wenn mir geschrieben wird, irgendwie ob nur bei Instagram oder eine E-Mail oder WhatsApp oder sonst wo, ich muss das immer direkt lesen und dann muss ich eigentlich auch antworten und damit ich hinterher nicht was vergesse, möchte ich das am liebsten gleich irgendwo aufschreiben. So kann ich aber nicht, weil ich nichts mit habe wirklich und im Handy eintragen, ne, ihr wisst selbst, was ich meine. So, dann habe ich den hier mitgenommen, den werde ich auch immer mitschleppen und wenn dann sowas ist beispielsweise wie Tauschanfragen, da kann ich das dann gleich reinschreiben. Also ich fand das so toll. Hier ist auch noch so eine kleine Lasche, Moment, für einen Stift, denke ich mal, was es für ein Stift ist. Ja, hier könnte man zum Beispiel noch einen Einkaufszettel machen oder was man besorgen muss oder hier eben halt irgendwas schnell notieren. Hier hat man noch Möglichkeiten, Sachen reinzupacken. Wenn man das irgendwie, weiß ich nicht, Sticker, Washi-Tape oder ne, ihr wisst es ja selber. Oder ein Notgroschen, was weiß ich. Also wofür ihr das auch immer benutzen möchtet. Ja, ich habe mich für dieses entschieden, 2,95. Das wandert auch jetzt in meine Tasche. Ja, es ist nicht gerade klein und ja, es ist auch nicht gerade leicht. Aber meine Tasche ist eh groß, weil ich immer so viel mit habe, da fällt das nicht auf. Und ich mag auch lieber größere Bücher als so ganz kleine. Damit komme ich nicht so zurecht, weil ich gerne ausführlich schreibe und viel Platz haben möchte. Noch ein Grund, warum ich so ein Ding hier mitnehmen möchte, ist ein Bullet Journal, wenn ich schnell was aufschreiben will. Ich möchte da nicht reinkrakeln, also ich möchte da ordentlich reinschreiben. Und hier kann ich wirklich einfach krakeln. Und wenn was falsch ist, dann streiche ich es durch. Also richtig super. Ich weiß auch nicht, ob ich mir noch einen holen soll. Also eigentlich möchte ich mir ja alle holen, ne? Aber es wäre ja Quatsch. Jetzt weiß ich auch nicht, wenn das alle ist, ob ich mir dann einfach hier neue Blöcke reinklebe oder ob ich sowas mal versuche irgendwie selber zu machen. Ich hab da keine Ahnung. Also so mit Anleitung aus dem Kopf bin ich ja nicht so. Aber das wäre auch mal ganz interessant, wenn man sowas versucht selbst zu machen. Ja, so, dann haben wir jetzt eigentlich nur noch zwei Teile und dann entlasse ich euch auch. Beziehungsweise vier, aber eins ist das gleiche. Und zwar hatte unser Action, ist aber schon ein bisschen länger her, Handtücher im Angebot, Badehandtücher. Tada, für 3,79. Ich glaube, die waren im Angebot, ich weiß es nicht. Aber ich habe die gesehen und habe mir gedacht, nee, die nimmst du mit. Die sind 60 cm mal 1,20 cm. 120 cm. Richtig schönes Badehandtuch. Hier habe ich einmal Paw Patrol mitgenommen für meine Kurze. Die findet ja das Mädchen so niedlich von Paw Patrol. Ja, so sieht das aus. Und das ist richtig schön. Es ist nicht so ganz weich.
Weil es gibt ja Handtücher, so sollten sie zumindest eigentlich sein, dass, wenn man sich abtrocknen möchte, dass die Haut trotzdem noch nass ist. So sind die nicht. Also das sind quasi stinknormale Handtücher, 100% Cotton, falls es jemanden interessiert. Ne? Ich weiß auch gar nicht. Ja, hier könnt ihr es sehen, bei 60 Grad waschen etc. pp. Ja, da habe ich dann einmal für meine kurze die mitgenommen. Dann darf ein Handtuch für meinen Sohn natürlich nicht fehlen. Da habe ich hier den richtig coolen Emoji mit der Brille und den Palmen. Ja. Und dann darf für meine Bastelqueen natürlich auch ein Handtuch nicht fehlen. Aber das zeige ich jetzt nicht ganz, weil es soll ja noch ein bisschen Überraschung bleiben. Aber ich zeige mal so viel. Ich denke mal, wenn sie das Video sieht, erkennt sie, wer das ist. Ja. Ne? Wie das ganz aussieht, wirst du dann sehen, wenn das Paket denn mal auf Reisen geht. Ein bisschen Platz ist dann noch, also musst du dich noch ein bisschen gedulden, ne? Aber das wandert dann zu dir, meine kleine Maus. So, und dann kommen wir jetzt auch zu dem letzten. Und das ist mein Highlight. Also ich hatte mir ja geschworen, dass ich so ein Ding nie kaufen werde. Und ich weiß, wer sich jetzt freut, ne, liebe Nina? Ich muss mal eben einen Schluck Kaffee trinken. Weil ich hatte mit ihr geschrieben, dass ich ja immer wieder im Action war und dass ich ja schon richtig sauer wurde und dann da auch rumgemeckert habe, dass die immer nur den alten Müll haben und tralali und tralala, wie das ja so ist, wenn der Frust mit mir durchgeht. Und dann habe ich Frustkauf gemacht. Und was ist mir tatsächlich in den Einkaufskorb gewandert? Also ernsthaft, Leute. Ich habe mir geschworen, dass ich so ein Ding nicht kaufen werde, weil ich finde es echt nicht gerade billig, ne? Aber es ist ja doch schon süß. Ich weiß nicht, vielleicht wissen die einen oder anderen jetzt schon, wovon ich rede. Nina weiß es auf alle Fälle. Und zwar habe ich mir geholt eine Rolle. Ja. Ich habe mir, wie gesagt, geschworen, dass ich nicht so ein Ding kaufen werde. Aber ich war so sauer und so frustriert und ich wollte unbedingt was haben beim einen Einkauf, ne? Und da bin ich dann wirklich mit dem Ding rausgegangen und ja, ich konnte ihn nicht liegen lassen. Aber Leute, jetzt mal ernsthaft, 7,95 für ein Kuscheltier, was in so ein Wrap-Ding da eingewickelt ist. Ich weiß nicht. Es sagen zwar immer alle, das ist ganz süß und ganz flauschig und tralali und tralala. Ja, aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ein Kuscheltier in einer kleinen Decke, 8 Euro, ne? Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Aber naja. Wenn das jetzt Ostern wäre oder so, oder beim Geburtstag, ist eine Sache. Aber für einfach so, also wenn ich mit meiner Kurzen im Action bin Gott sei Dank hat sie die Teile nie gesehen, sonst wird sie wahrscheinlich durchdrehen. Aber ja, machen wir den jetzt mal auf. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich habe nicht so einen hässlichen. Aber bei meinem Glück habe ich bestimmt einen hässlichen. Also ich möchte auf keinen Fall einen Orangen. Wenn ich einen Orangen habe, dann bin ich traurig. Weil ich mag Orangen nicht so gern. Aber vielleicht ist das Ding ja so süß, wenn ich einen Orangenen haben sollte. Vielleicht ist das Teil ja so süß, dass ich dann sage, oh, das Orange ist doch toll. Aber ich bin ja mal gespannt. Angst. Ich mach so. Ich mach so. Und ich sehe, ich habe was Blaues gesehen. Ich habe was Blaues gesehen. Ah, oh, ich habe was Blau. Blau. Oh, meine Lieblingsfarbe. Oh nein, ist der süß. Ich weiß nicht, was du sein sollst, aber du bist süß. Ich glaube, du bist eine Katze, ne? Oh Gott. Ja, jetzt ist es mit mir durch. Oh Gott. Oh, meine Stimme haut ab. Oh nee, ist der süß. Um Gottes Willen. Oh, Hilfe. Hier mit der Chilischote auf dem Hintern. Oh nö. Ist der niedlich. Ja, ich muss sagen, die sind ganz weich. Richtig niedlich. Die sind auch wirklich niedlich gemacht. Ich meine, guckt euch den Deppen hier mal an. Wie der da so liegt, ne? So gechillt. Sieht so ein bisschen bekifft aus, ne? So, ha. Richtig süß. Ja, die sind ganz weich. Und ja, sie sind auch niedlich. Und ja, sie sind ganz toll gemacht hier, ne? Trotzdem bin ich der Meinung, 8 Euro ist ein bisschen heftig für so ein Tier. Also ich meine, das ist so groß wie meine Handfläche. Und ich habe kleine Hände. Also, ne?
Es ist wirklich niedlich. Gut, beim Überraschungsei ist es genau das gleiche. Kostet auch 1 Euro. Oder kosten die schon mehr? Ich weiß das gar nicht. Und da hast du ein kleines Schokoei und ein Spielzeug, was du in die Tonne hauen kannst. Im Prinzip genau das gleiche, deswegen hole ich die auch nicht. Aber ja, guckt euch den an. Guck mal, sieht aus wie ein Flugzeug. Nee, der ist süß. Ich muss aufpassen, jetzt, da ich ihn ausgepackt habe, dass ich nicht noch mehr hole, weil ich finde den Preis echt heftig. 8 Euro, Leute. Aber da. Oh, da wird bestimmt noch einer in meinen Einkaufskorb landen. Jetzt bin ich angefixt. Jetzt weiß ich auch, warum die Leute immer sagen, eigentlich wollten ich die nicht holen und dann packen sie die aus und dann kaufen sie noch mehr. Guckt mal, soll ich mit der Chili oder? Oh nee, komm, wir decken ihn wieder zu, sonst ist ihn noch kalt. So, weiß gar nicht, so. Kann sowas nicht. Oh, meiner ist zu dick, guckt mal. Kriegt ihr nicht zugedeckt. Kalle! Hör auf. Du erschreckst Gustav sonst. So, ne? Da ist Gustav. Ja, also, ja, seid gespannt, ob ich mir nochmal so ein Teil holen werde oder nicht. Also, wie gesagt, 8 Euro finde ich trotzdem heftig, auch wenn es ultra niedlich ist, ne? Aber, ja. Ja, ist aber auch süß. So, jetzt ist aber auch hier genug rumgesponnen. So, ich hoffe, für den einen oder anderen war wieder was dabei. Wenn ihr wieder Fragen habt, wisst ihr ja wie immer, Instagram oder eine E-Mail. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, aber da ist das immer so ein bisschen schwierig mit der Kommunikation. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Blödsinn gesappelt. Wenn ja, dann tut es mir leid. Oder nö, eigentlich auch nicht, weil ich bin so, wie ich bin. Ne? Und das ist gut so. Denke ich jetzt einfach mal. So. Dann bedanke ich mich fürs Reinschauen. Und wenn ihr mögt, wie immer, meine altbekannte Floskel, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.